Der erste Vortrag geht um QGIS 3D. Also das ist relativ neu. In QGIS 3 gibt es jetzt ein 3D-Modul. Andreas Neumann aus der Schweiz, GIS-Projektleiter an der GIS-Fachstelle in Zug, Schweiz, wird uns darüber berichten. Er war letztes Wochenende noch auf dem Entwicklertreffen von QGIS in La Coruña in Spanien und ist jetzt direkt von Spanien nach Dresden gekommen. Danke. Also die Arbeit ist natürlich nicht meine Arbeit, ich habe es nur getestet und verwendet. Ist vor allem von Lutra Consulting, von Martin Tobias. Aber die Geschichte von 3D in QGIS geht ja schon länger zurück. Also das ist ja nicht der erste Versuch, 3D zu etablieren in QGIS. Es gab früher, oder es gibt immer noch den QGIS Globe, das ist ein Plugin für QGIS 2, der auf Basis von OSG Earth implementiert wurde. Und das war ein C++-Plugin, war aber nicht Teil von QGIS-Kernfunktion, also die konnte man optional dazu kompilieren. Dann gibt es noch ein anderes, vielleicht hier gut bekanntes Projekt, das heißt, es ist ein Plugin QGIS to Suite.js. Und das exportiert das aktuelle QGIS-Projekt in eine in HTML-Seite mit einigen JavaScript-Bibliotheken. Suite.js ist da drin, also es braucht daher einen WebGL-fähigen, halbwegs modernen Webbrowser. Und das ist dann nach dem Export eigentlich abgekoppelt vom QGIS-Projekt. Das ist dann eigentlich ein Export und ist nicht mehr aktualisiert, wenn sich was ändert in QGIS. Aber also ich werde die Folien dann teilen, da sind auch die Links drin und da könnt ihr das Beispiel aus Japan anschauen. Es hat Konsolea ein- und ausschalten, Attribute abfragen und so eine Ebene konnte man da hin und her schieben und so Sachen machen. Ist aber auch natürlich, weil es keine Serverkomponente und keine Streaming-Komponente hat, eingeschränkt in der Größe der Szene, die man da exportieren und anzeigen kann. Dann eben seit Version 3.0 gibt es QGIS nativ in, gibt es 3D nativ in QGIS. So. Und das basiert eben auf der Qt5 3D-Module, die wieder auf OpenGL basieren. Und man kann jetzt neu separat neben der 2D-View, neben dem 2D-Canvas auch einen 3D-Canvas öffnen. Und dann muss man die Höhendaten jeweils konfigurieren, wo QGIS die findet, in welchen Layern, in welchen Attributen, welches das. Es gibt dann eine Oberfläche, die ist, oder wenn man nicht richtige 2D-Daten hat, nicht richtige 3D, sondern nur 2D, muss man eine Geländeoberfläche so als Master angeben, die dann sagt, wo die Höhe für die anderen Layer herkommt oder dass sie dann drapiert werden. Oder. Also gibt es da zwei Orte, wo ihr konfigurieren müsst für 3D. Das eine ist per 3D-View, also wenn ein neuen 3D-View ein Canvas aufmacht, dann gibt es dort eine Werkzeugleiste mit etlichen Konfigurationen. Und das andere ist, dass es per Layer einzustellen ist. Und da gibt es so wie jetzt 2D-Symbologie, ein eigener Reiter ist, gibt es auch einen für 3D-Symbologie. Und mir ist halt so in Open Source oft der Fall ist, die ersten Versionen sind noch relativ eingeschränkt in der Funktionalität und sind vielleicht noch nicht für alle brauchbar, aber mit jedem Release kommt wieder ein bisschen eine Verbesserung dazu und so geht das Schritt für Schritt, verbessert sich das. Zunächst einmal ein paar Screenshots, wie das ausschauen kann. Das ist ein Stadtmodell von der Stadt Prag. Da hat es Gebäudemodelle, auch separat publizieren die Modelle von Brücken. Und die sind Open Data, die kann jeder runterladen, sind in Kacheln organisiert. Sie haben nicht die ganze Stadt in einem File. Gibt es verschiedene Formate, unter anderem 3D-Shape kann man beziehen. Und das Gelände kann man als Raster oder bereits als 3D-Polygon, das so wie ein TIN eigentlich strukturiert ist. Hier ein Beispiel aus meinem privaten Umfeld. Ich bin Höhlenforscher und in der Nähe von Zürich im Kanton Schwyz ist eine Region, wo ich recht aktiv bin und da ist immer interessant, wie ist die Höhle in Relation zum Geländemodell, wie sind da die Überdeckungen und so und
wie ist die Höhle im Vergleich zu irgendwelchen geologischen Schichten. Und hier, was man hier sieht, ist eigentlich die Draufprojektion aufs Gelände, also von unten nach oben projiziert sozusagen. Das ist nicht die echte 3D-Darstellung hier, nur das Gelände. Weil das Problem ist, es gibt keine Transparenz. Man kann nicht so einfach unter das Gelände schauen. Also, und es, selbst wenn es Transparenz gäbe, wäre es wahrscheinlich nicht immer so ansehnlich, weil es gibt da Objekte, die sich selbst, Gelände kann sich selbst Transparenz mehrmals hintereinander, wie sagt man, hinterlagern und dann ist es irgendwann nicht mehr gut lesbar. Oder? Was man aber machen kann, ist, man kann ein Gittermodell machen, das ist leider auch noch nicht keine so einfache Checkbox, dass man jetzt sagen kann, jetzt render mir das Gelände als Gitter, sondern ich habe, also es gibt eine Möglichkeit, ein kleines Modell zu machen und dann kann man das ein Gitternetz rechnen und das dann verdichten und dann die Höhe vom Geländemodell ableiten und dann hat man echt 3D-Linien oder bei jedem Stützpunkt eine Z-Koordinate. Ein Beispiel aus meinem Arbeitsumfeld, aber ist dort kein irgendwie Auftrag oder es war nicht gefragt, dass ich das mache, aber es war so eine Spielerei von mir. Da hat man die Swiss Topo, Swiss Buildings 3D, das sind die Gebäude mit Dachformen und kombiniert mit einem relativ gut aufgelösten Geländemodell und dann sind noch die, man kann durch das 2D-Rendering vom Katasterplan zum Beispiel gewisse Layer von dort drauf drapieren aufs Modell. Die Daten sind von Swiss Topo kommerziell erhältlich und von der amtlichen Vermessung je nach Kanton. Also unser Kanton ist auf dem Weg Richtung Open Data, aber wir sind noch nicht so weit. Dann hat der Hauptentwickler, der Martin Tobias, hat gesagt, es wäre doch noch nützlich, ein kleines GitHub-Repo zu haben, wo man teilen kann, wo es freie 3D-Geodaten gibt. Und unter dieser GitHub-Seite kann man von seinem Land Einträge machen. Also für Deutschland sind durchaus auch Sachen drin, glaube ich. Und wenn was fehlt, gerne ergänzen. Also Österreich hat aus Wien, Deutschland, Berlin, Hamburg, aus der Schweiz gibt es Zürich, ja. Es gibt noch sicherlich viel mehr, aber das sind jetzt mal die wir auf die Schnelle gesammelt haben. Unterstützte Formate sind einmal prinzipiell alle Formate, die QGIS laden kann. Kann man auch in die 3D-Szene einbinden, sowohl bei Vektor als auch bei Raster. Aber nicht alle Formate unterstützen wirklich eine Z-Koordinate. Also sicher unterstützt ist ein Geopackage, PostGIS, GML, Esri-Shape und vermutlich, das habe ich nicht getestet, aber ich gehe davon aus, GeoJSON auch. Wenn man nur 2D-Objekte hat, zum Beispiel Gebäudegrundrisse aus dem Katasterplan und man weiß die Anzahl Stockwerke oder die Gebäudehöhe, kann man mindestens die Gebäude extrudieren aufgrund der Anzahl Stockwerke, halt dann ohne detaillierte Dachformen. Die Extrusionsfunktion stellt QGIS zur Verfügung. Dann kann man an Punktobjekten, also an jeden Punktkoordinate kann man ein kleines 3D-Modell ablegen. Also entweder kann man Basis, also so wie Kugeln, Zylinder, so Sachen, die stellt QGIS von Haus aus zur Verfügung. Oder man hat ein kleines Modell. Und das sind alle die Formate, die von dieser ASIMP-Bibliothek angeboten werden, kann man dann auch in QGIS laden. Das sind ja doch ein paar Formate, ich weiß nicht, wie gut alle unterstützt sind, aber da kann man so Mini-3D-Modelle laden und dann Punktkoordinaten darstellen, so ein Baum oder eine Parkbank oder ein Abfalleimer oder keine Ahnung, was man so in 3D darstellen will. OpenStreetMap, da ist auch in Diskussion, also es gibt natürlich Tags, die schon existieren, Height, Building Levels, Roof Shapes, so Sachen, sind natürlich nicht homogen verfügbar, aber es gibt auch ein Proposal auf der Wiki-Seite für echte 3D-Gebäude. Ich bin da nicht so involviert,
kann auch nicht so gut Auskunft geben darüber, aber da gibt es auch Initiativen. Jetzt, was funktioniert schon in QGIS 3D? Also es gibt diese separaten Ansichten für die 3D-Darstellung und Navigation, also man kann die Layer von 3D, von 2D werden dann auch in 3D dargestellt. Daneben, man kann Geländemodellen aus Rasterdateien, in der Regel also empfehlenswertes GeoTIFF-Format anzeigen. Das nimmt dann QGIS und trianguliert das on the fly in verschiedene Tiles, und Tiles, die weiter weg sind, sind dann gröber trianguliert als welche, die näher sind. Das hat auch unangenehme Seiteneffekte, das sieht man, da gibt es manchmal so kleine Lücken, manchmal, die nicht sein sollten. Dann eben bestehende 2D-Symbologie, da kann ich für jeden Layer wählen, ob die 2D-Darstellung einfach drauf drapiert wird. Aber ich könnte auch mit einer regelbasierten Darstellung, das haben wir heute Vormittag kennengelernt, und einer Expression kann man sagen, diese Symbolklasse wird aber nur in 2D dargestellt, indem ich sage, Canvas oder Map-ID ist Canvas, wenn man das gleichsetzt, dann wird es nur in 2D gerendert, in 3D nicht. Das ist eine Möglichkeit, das zu unterdrücken. Eben Polylinien kann man extrudieren und Polygone. Und eben mal als Basisgeometrien für Punktobjekte werden Kugeln, Zylinder, Quader, Kegel angeboten. Und noch mehr Ebene und Torus, Ring, so verschiedenes Zeug. Seit Version 3.6 gibt es auch eine regelbasierte Symbologie in 3D. Vorher gab es nur einheitlich für alle Objekte. Und man kann einstellen die Farben, Schattierung und Lichteinstellungen. Und man kann Attribute abfragen im 3D-View. Und 3D-Szenen kann man auch im Layout, im gedruckten Layout einbinden. Also da kann man auch die Ansicht nochmal rotieren oder sich positionieren, und dann wird das in höherer Auflösung gerendert, also in vielleicht 300 dB oder was auch immer. Das ist der Dialog für die, also per View-Einstellung, also da wird die Kamera, der Field of View kann man einstellen, dann das Geländemodell mit der Überhöhung, die Schattierung, man kann Lichter, mit den Lichtern habe ich noch wenig gespielt, das hat auf Anhieb nicht so gut geklappt oder ich habe es nicht so verstanden, aber da muss ich mehr experimentieren noch. Dann, man kann gewisse Parameter für diese TIN-Auflösungen spezifizieren und diverses anderes. Und das ist dann der Layer-Eigenschaftsdialog. Kann man das lesen einigermaßen? Was relevant ist, ist dieser separate Reiter 3D-View. Und da kann ich zunächst einmal einstellen, ob alle Objekte gleich gerendert werden oder ob dieser regelbasierte Renderer zum Zug kommt. Dann meine Farben kann ich separat für diffuses Licht, ambientes Licht und Spekula, das ist so Glanzlicht, die Farben einstellen. Und für die Höhe kann ich jeweils einstellen, ob die absolut ist, also in den Stützpunkten meiner Daten drin sind, als Z-Wert, oder ob er die relativ nimmt, also der Z-Wert relativ zu einem Nullpunkt interpretiert wird, oder ob es vom Gelände den Z-Wert beziehen soll. Dann für Punkte kann ich auch noch, oder das vor allem auch für diese 3D-Modelle zum Einbinden, kann ich noch die Transformation einstellen von dem 3D-Modell, die Skalierung, Rotation und Translation. Ja, und speziell für Polygone gibt es noch, dass man Behandlung von den Rückseiten, ob die auch gezeichnet werden oder nicht, und ein paar so Einstellungen, die so aus der 3D-Grafik kommen, Culling und invertierte Normalen, das kann man konfigurieren. Dann Navigation. Ich persönlich tue noch relativ gern mit Pfeiltasten navigieren. Also nach vorne geht mit dem Pfeil nach oben, nach unten, nach links, rechts, kann man nach links, rechts navigieren. Aber sehr, sehr wichtig sind da die Shift- und Control-Tasten. Mit Shift durchs ganze Modell rotieren und mit Control durch an meinem Punkt, wo ich stehe, rundherum schauen. Also den Blickwinkel ändern. Und Page Up, Page Down ist der Lift, also für die Höhe, dass ich den Lift nach oben oder nach unten nehme.
Für die Maus gibt es diese Shift- und Control-Sachen genauso. Also du darfst mit Shift das Modell rotieren und mit Control den Blickwinkel ändern. Und die mittlere Maustaste ist immer auf Drehen, Kippen vom Modell und die rechte ist für Zoomen. Schauen wir uns das kurz an, ein Beispiel. Also die Navigationsarten hier, eben Page Up geht den Lift nach hoch, und wenn ich mit Control-Pfeiltaste nach unten, kann ich quasi nach unten den Blickwinkel nach unten kippen und nach oben auf die Seite. Ja. Ich kann jetzt hier auch wechseln das aufs Geländemodell. Das ist jetzt hier noch flach, weil ich es noch nicht zugewiesen habe. Da sieht man die 3D-Verläufe von den Höhlen, die sind jetzt über dem Modell, weil das Geländemodell noch nicht die richtige Höhe hat. Das muss ich hier einstellen, welches von den Raster-Layern mein Geländemodell ist. So, jetzt liegt das über den Höhlen. Und natürlich kann ich dann das Orthofoto einblenden. Ja. Und da sieht man, dass man mal ein bisschen Verzögerung hat mit den Kacheln für die Overlays auf den. Und hier sieht man auch die Probleme mit diesen Lücken, diesen weißen. Das kann man etwas mildern, indem man hier Randhöhe hier, kann man hier erhöhen auf 50. Das sind diese Kachelgrenzen vom Geländemodell, wo die Auflösung wechselt. Jetzt sind die eher verschwunden, da macht er dann so eine vertikale Kante und das unterdrückt es dann etwas. Ja. Eben mit Control kann ich hin und her rundherum schauen. Und mit der rechten Maustaste einzoomen. Auszoomen. Ja. Und eben, was ich hier zeigen kann, wenn ich die 2D-Darstellung unterdrücken will, dann kann ich da in die Symbolisierung gehen und sagen, Map-ID ist Canvas. Dann wird es nur im 2D-Canvas die 2D-Ansicht gerendert und im 3D nicht. Attribute abfragen, da gibt es in dem 3D-View auch wieder so einen Infoknopf wie in 2D. Und dann kann man klicken drauf und was man hier sieht, leider gibt es kein Objekt-Highlighting in 3D, also man ist ein bisschen im Blinden da, aber dafür in 2D wird es gehighlightet. Ja, das ist insofern verknüpft 2D, 3D, aber es gibt noch kein Objekt-Highlighting in 3D. Also schön wäre, wenn das Geometrieteil hervorgehoben wäre in 3D. Dann eben im Drucklayout kann ich es genauso reinnehmen und kann dann hier entweder numerisch oder interaktiv mein Modell drehen. Dann ab Version 3.6, ich muss langsam aufhören, ich weiß, gibt es Keyframe-Animation. Ich kann mich an eine Stelle bewegen im Modell, den Blickwinkel einstellen und den Keyframe setzen, dann zum nächsten Punkt gehen. Keyframe setzen und dann wird dazwischen interpoliert, entweder linear oder nicht linear. Und dann kann man auch Frames rechnen und einen kleinen Film generieren. Das überspringe ich da schnell. Das ist noch, wie man aus den Einzelbildern mit FFmpeg dann ein Video rechnen kann. Das kann ich euch auch dann in den Folien zur Verfügung stellen. Und das Resultat sieht dann ungefähr so aus. Ja, da sieht man auch wieder diese Blitzer da, die da teilweise kommen, nicht so schön. Etwas, wo man vielleicht noch eine Lösung suchen muss. Wir haben jetzt im Kanton Zug auch ein Modell vom Seegrund, das ist hier jetzt sichtbar. Aber leider gibt es keine Transparenzen, darum kann ich die Seeoberfläche jetzt hier nicht darstellen. Ja, ich glaube, ich breche das da wieder ab.
und komme noch zum Fazit. Das wäre noch das Modell, das könnt ihr auch in den Folien dann einsehen, wie man diese 3D-Linien generiert. Und eben, was funktioniert noch nicht und was ist geplant? Eben, dass man das ganze Performance verbessert. Bisher ist nur ein CPU-Kern in Verwendung und die anderen nicht. Zum Triangulieren zum Beispiel oder zum Laden. Dann eben, dass man noch besser cachen könnte. Wenn ich das Projekt zumache, muss er wieder alles neu triangulieren. Das ist nicht so schön. In der Navigation gibt es noch kein so Undo-Redo, um durch lieber mit dem Pfeiltasten navigieren. Das ist irgendwie vorhersehbarer. Und eben das Objekt-Highlighting, das geht noch nicht. Natürlich gibt es noch viel mehr Wünsche. Texturen wären noch schön auf Häusern. Ja. Dann, was schon konkret in Auftrag gegeben wird, ist das Kanten bei 3D-Polygonen. Dass man bei Gebäuden, das sind jetzt nur die Flächen dargestellt, aber die Ecken, Kanten nicht, oder? Dass man die auch noch darstellen kann. Das wird in der nächsten Version dann kommen, in 3.8. Ja. Schatten, Transparenz, wobei Transparenz viel schwieriger ist als Schatten, habe ich mir sagen lassen. Und Beschriftungen als Billboard, das wäre sehr nützlich. Bisher gibt es Beschriftungen fast noch nichts. Nur die 2D, die man drauflegt, das ist nicht so zufriedenstellend. Und dann auch ein bisschen so Messprofil-Tool auch in 3D, das wäre auch ganz nett. Und weil man ja an Punktobjekten oft so kleine Modelle darstellen will, so Bäume, Bänke und so das Zeug, wäre es natürlich schön, man könnte diese Symbole teilen und in ein Repository die laden können. Ja. Und das sind die Personen, die da in 3D schon gewirkt haben in Cookies und ich bin auch schon am Abschluss. Ja, Andreas, vielen Dank für diesen echt spannenden Ausblick in die 3D-Welt von QGIS. Wir machen jetzt eine kleine Fragerunde. Wer hat Fragen? Also ich habe dein Höhlenmodell, was du dort liegen hast. Ja, ich habe zwei Varianten gezeigt. Das eine war ein Raster, eine Rasterdatei, ein Geotiff. Das war da, wo das Ortofoto drüber lag. Und diese grünen Liniengitternetz, das waren wirklich Linienobjekte. Jeder Stützpunkt hatte die Z-Koordinate. Nee, ich meine dein reines Modell, die schwarzen Linien von deinen Höhlengängen. Ah, von den Höhlen, ja. Ja, sind das? Das sind 3D-Polygone gewesen. Genau das. Das ja. So, haben wir weitere Fragen? Das ist jetzt unser Kanton zum Beispiel. Ist vorgesehen, Volumenobjekte irgendwann auch in QGIS 3D darzustellen, also zum Beispiel geologische Schichten, die übereinander gestapelt sind? Also wenn man könnte sie als Oberflächen, wie die Geländeoberfläche, aber da ist wieder das Problem, da wie sehe ich die gleichzeitig? Dann muss ich ein- und ausblenden, oder? Oder eben das eine als Gitter haben und das andere als Fläche. Oder meinst du wirklich 3D-Pixel? Das ist angedacht, aber nicht konkret in Entwicklung. Ja. Also Martin Tobias meinte, das wäre interessant zu machen, aber noch nicht weitergedient. Aber gerade bei der Darstellung, also weil ich hier da Ideen habe, wie man solche Sachen überhaupt darstellt, ohne dass da, also mit Transparenzen ist echt schwierig. Ich würde sagen, jetzt mal noch eine Frage. Und zwar eine ganz kurze. Ist der Import von CityGML möglich? Ja, ist eine gute Frage. Direkt so nicht, über OGR kann man es konvertieren in ein anderes Format, wie es da GeoPackage oder PostGIS oder so. Ja. Und wenn es ginge, wäre es wahrscheinlich auch nicht ganz so performant. Es gibt auch die JSON-Variante, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die demnächst kommt, eher wie CityGML. Aber noch nicht direkt, ne. Da ist noch eine Frage. Thema Messen und Profile, wenn es auf der Wunschliste steht, wie weit ist das schon gediehen? Noch nicht. Okay. Das ist noch
Eben von der Wunschliste ist nur das mit den Kanten konkret schon in Auftrag gegeben. Also gut, Andreas, dann danke ich nochmal für den tollen Vortrag und ja, auf zum Wechsel.